Hallo, ganz herzlich willkommen im neuen YouTube-Video und ich bin mal wieder in der Natur unterwegs. Und wie ihr seht, bin ich mit meinem treuen Drahtesel, auch mit einem Hänger, und es gibt so schöne Sachen in der Natur, die auch tatsächlich schon, die eigentlich ja weggeworfen werden. Ich zeige euch mal, im Grunde genommen gibt es hier ganz viele Sachen, die auch oft auf dem Boden liegen. Das sind jetzt wirklich so, hier sieht man auch so trockene Zweige, die nehme ich aber nicht, weil die sind noch oben am Baum, sondern wenn wirklich irgendwo was kaputt ist und runterfällt, bevor das dann entsorgt wird, opfere ich mich. Ja, und ich kenne auch sehr viele Gartenbesitzer, die dann eben auch so schöne Sachen haben und sagen, Margit, kannst du da nicht was damit anfangen? Ich kann das. Und deswegen zeige ich euch heute im Video, was man Tolles aus Flechtenzweigen machen kann. Aber zuerst mal möchte ich gern euer Auge schärfen dafür, was es so Schönes gibt in der Natur. Und man sieht jetzt hier vielleicht so, ja, man sieht einen Baum mit vielen trockenen Zweigen. Hier muss ich mal ein bisschen näher rangehen. Also hier sind so wirklich so trockene Zweige mit Flechten. Das ist schon ganz schön, aber es gibt dann auch noch mit diesem Grau und Gelb. Das ist wunderschön, aber was dann natürlich noch viel schöner ist, das ist, wenn dann so Zweige, wenn die abgestorbenen Zweige mit Moos, mit gelben und mit grauen Flechten sind. Das ist, ja, das ist wirklich Sahne. Und ich denke jetzt schon natürlich auch nicht nur Sommer, nicht nur an Pflanzkörbe, ich denke auch an Herbst, ich denke an Weihnachten. Und da gibt es hier wirklich viele Sachen, gibt es hier wirklich viele Sachen, die also so auf dem Boden liegen, die irgendwann mal weggeräumt werden und ja, die eigentlich komplett weggeschmissen werden. Und diese malerischen Flechtenzweige, also da haben wir heute im Geschäft auch einen wunderschönen Korb dazu gemacht. Diese malerischen Flechtenzweige, da habe ich echt ein Auge dafür und deswegen zeige ich euch auch sowas, dass ihr einfach auch so ein Auge dafür bekommt. Also geht spazieren, schaut nach solchen Zweigen. Die meisten Menschen denken, ach, die sind ja gammelig und morsch. Und gerade wenn die hier diese wunderschönen, Moment, ich muss mal scharf stellen, diese wunderschönen Flechten angesetzt haben, hier, wie man sieht, das ist also genau das, was wir suchen. Und früher habe ich auch immer gedacht, ach, was soll denn das? Ja, und wenn man dann so ein kleines, schönes Hängerchen hat, dann kann man natürlich auch so richtig schöne kleine Juwelen einladen. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal meinen Drahtesel wieder mal losschieben und werde mal gucken, dass ich wieder mal Richtung Laden komme. Dass wir da was Tolles draus machen. Guckt mal, was für ein mega schöner Tag. Wahnsinn. Ja, und ich habe den auch genutzt und habe gedacht, so, heute wird das Fahrrad ausgepackt. So, zurück in der Werkstatt und ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich so schöne Materialien habe und wenn ich euch so schöne Sachen zeigen kann. Und damit das alles immer hier einen perfekten Anstrich hat, muss ich euch mal zeigen, in diesen herbstlichen Farben, diese orangene Inka-Linie, die ist auch wirklich ein Traum, wobei es heute jetzt nicht um Frischblumen geht. Heute geht es tatsächlich mal um was Haltbares, aber
Also wenn man Sträuße bindet, das ist jetzt eine Blüte und das macht im Strauß so viel Wirkung. Und damit die Videos schön aussehen, vielen Dank an Blumenweigand für diese tolle, ja, für diesen schönen Hintergrund, den ich hier immer nutzen darf. Habe ich gedacht, ich mach mal ein schönes Geschenk auf einem Holztablett. Wollte auch ganz gerne mal eine Kerze dazu verschenken. Das war jetzt so ein Gedanke. Und habe natürlich hier meine Flechtenzweige mitgebracht. Und es sind nicht nur Flechtenzweige, es ist sogar noch eine Mistel mit dran. Ja, das ist natürlich ganz, ganz herzallerliebst. Und hier ist auch Moos und Flechte. Also besser geht es eigentlich kaum. So, kann man das jetzt alles sehen? Ja, in der Kamera. Und dann habe ich Hagebutten und habe gedacht, oh, fangen wir mal an mit der Kerze, weil ich habe ehrlich gesagt noch nicht so den ganzen Plan, was ich alles wie mache. Aber es ist auf jeden Fall schon mal wichtig mit, also ich möchte dieses Geschenk natürlich mitnehmen mit dem Auto. Und die Kerze, die soll ja da nicht so rumwackeln. Und dann nehme ich wieder dieses schöne Oasis Fix, ja, befestige die Kerze auf dem Tablett. Das ist jetzt ein einfaches Tablett, ja. Befestige die Kerze an drei Punkten. Also das ist hier so eine, wir nennen es immer Knetfix. Mach das ein bisschen warm, mache hier so ein Röllchen, ja, und das Röllchen, das mache ich an drei Stellen an der Kerze, mache ich diese kleinen Kügelchen fest und kann damit schon mal meine Kerze wunderbar auf diesem Tablett arrangieren. Ich würde auch dieses Knetfix natürlich außerhalb vom Papier befestigen, weil wenn ich es aufs Papier mache, dann habe ich am Schluss den Effekt, das Papier klebt am Tablett, aber nicht die Kerze. Ja, und das ist natürlich Quatsch. Ich möchte auch meinen Flechtenzweig, man muss immer vor dem Fixieren, sollte man immer gut überlegen, wo man was positionieren will. Das heißt, ich hätte gerne die Kerze im Hintergrund und hätte gern, so, zack, die sitzt also. Ja, hätte gerne die Kerze im Hintergrund und mein Gedanke ist, ich möchte gerne diese herbstlichen Farben aufgreifen und in diesen schönen, mit so goldenen Schattierungen, in diesen herbstlichen Farben, habe ich also hier so ein schönes Gefäß aufgetan und würde das gerne mit Hagebutten und mit orangenem Sedum und eventuell nutze ich hier nochmal Physalis dazu. Also ihr seht, ich bin jetzt voll im Herbstzauber drin. Da würde ich das gerne dekorieren und ich glaube, den Zweig, den lege ich tatsächlich wirklich nur auf dieses Tablett drauf oder die Zweige, weil die werden eigentlich schon damit fixiert, dass ich das, Moment, so, dass ich hier dieses Gefäß stecke, herbstlich, ja, oder herbstlich dekoriere. So, ich habe also versehentlich gerade, das ist mir auch ehrlich gesagt noch nicht passiert, ich habe gerade, als ich die Kamera nach unten drehen wollte, habe ich sie ausgemacht. Okay, also folglich, ich habe euch ja dieses kleine Gefäß gezeigt und ich habe das jetzt schon so richtig schön herbstlich, fruchtig, ja, habe ich das gesteckt und habe da die ganzen, ja, diese ganzen schönen, diese wunderschönen Hagebutten gesteckt, habe Frischsteckschaum genommen, den Frischsteckschaum einfach ja, aufs Wasser legen, untergehen lassen, habe also erstmal Steckschaum in mein kleines Gefäß gemacht. Auch dieses Gefäß befestige ich wieder mit drei kleine Kügelchen von meinem Oasis Fix. Mach das fest auf dem Tablett. Weil tatsächlich, ich möchte es einfach so verschenken, dass es da drauf fest ist und wir fahren dann mit dem Auto hin und dann mag ich das eigentlich nicht so gern, dass das irgendwie rumpurzelt auf meinem Tablett. Und dann habe ich alles, habe ich auch wirklich alles, nein, bis auf die Zweige. Die Zweige habe ich nicht festgemacht, die müssen nicht unbedingt fest sein. Die sind so groß, die werden tatsächlich von der Kerze und von meinem Gesteck werden die tatsächlich fixiert. Und dadurch, dass ich jetzt alles festgemacht habe, mal ein bisschen die Krümel rausblasen. So, dadurch, dass ich jetzt schon alles fixiert habe, habe ich jetzt eigentlich so einen kleinen herbstlichen Zauber. Ich denke, es wäre ganz schön, wenn ich noch so in verschiedenen Schattierungen ein paar Physalis dazu nehme. Die gibt es ja auch als Pflanze. Einige von euch haben die im Garten.
Das ist ja auch ein Traum. Und so kann man dann also eine grünliche, mehr eine orangene und was dazwischen, sodass ich einfach nochmal ein bisschen Deko auf dem Tablett habe mit den Physalis. Aber mehr würde ich tatsächlich gar nicht machen, weil manchmal ist weniger mehr. Und ich hatte auch zuerst noch überlegt, ob ich was wickel oder ob ich noch mit so einem Karo-Bändchen was mache. Und ich glaube, wenn ich das Ganze jetzt einfach schön in Folie wickel und die Beschenkte, die liebt diesen schönen Sahara-Farbton, wenn ich das jetzt alles schön in Folie wickel, dann muss ich sagen, die Trockenblumen kommen dann auch wieder weg. Dann ist das jetzt so ein schönes Geschenk und die Flechtenzweige machen, ja, tun ihr Übriges. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Und das ist jetzt so meine kleine herbstliche Deko-Idee. Und das ist jetzt eine Idee, was man mit den Flechtenzweigen Tolles machen kann. Und ich bin gespannt, was ihr sagt. Oder ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für herbstliche Ideen habt mit diesen Flechtenzweigen. Ich mache auch gern ein Video zu euren Ideen. Sehr gerne. Und freue mich einfach, dass ihr dabei wart. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und guckt auch meine Herbstideen mit Herbstkränzen. Da habe ich eine Playlist mit ganz tollen Videos und da mache ich euch nochmal den Link dazu rein. Alles Liebe und bis zum nächsten Video von eurer Margit. Tschüss!